Moin moin, was geht ab in Stizzleroni, in Pepperoni? Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Kenne deinen Feind, Verhaltensmuster. Und ja, was heißt das? Kenne deinen Feind ist natürlich irgendwie gut dahergesagt. Kenne deinen Feind bedeutet quasi, wir fangen auf der ersten Stufe an, und zwar den Champion-Gegner. Nehmen wir mal einfach an, ihr seid neu in LOL. Also wir fangen wirklich ganz von vorne bei Adam und Eva an. Ihr seid neu in LOL. Und ihr spielt auf der Toplane, ihr seid der gute Garen-Boy und spielt gegen Tryndamere. Ihr habt keine Ahnung, was Tryndamere kann. Ihr fightet gegen ihn, ihr habt noch 30%, er hat 5% oder 10%. Dann droppt ihr beide runter, ihr habt noch 10%, ihr habt noch 1% und denkt euch, ha, jetzt ist dein Leben vorbei, mein Freund. Dann macht ihr einen Hit und er stirbt einfach nicht. Er stirbt einfach nicht und es ist einfach nicht begreiflich für euch in diesem Moment. Und ihr wisst einfach nicht, was Tryndamere kann, weil ihr ihn noch nie, weil ihr ihn einfach nicht kennt. Das ist so die erste Phase. Also wichtig ist es, kennt die gegnerischen Champion. Also deswegen habe ich jetzt so gemacht, wo ich mit LOL angefangen habe. Sobald die am Dienstag kommen, immer neue Champions zum Testen. Free to play. FFP, die neue Version. Und ich habe jeden Champion gespielt, immer, damit ich einfach lerne, was dieser Champion kann. Selbst wenn dieser Champion mega scheiße war und ich keinen Bock drauf hatte, so habe ich sogar selbst Urgott gespielt, obwohl ich keinen Bock auf den Dude hatte. Und deswegen immer. Ist grundsätzlich der erste Punkt, wisst, was alle Champions können. Ihr könnt nicht gegen irgendwas spielen, was, wo ihr nicht wisst, was er für Fähigkeiten hat. Zum Beispiel so eine Tryndamere-Ulti ist schon ziemlich krass. Oder so ein Irelia-E, das euch unterm Turm stunt. Ne? Wenn ihr das nicht wisst, bam, seid ihr auf einmal tot. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre dann, wie viel CDs haben diese Zauber? Wie groß ist mein Zeitfenster, wenn ich quasi... wenn Morgana das Black Shield auf der Botlane benutzt, wie viel Zeit habe ich, um jetzt den Engage zu machen? Sind es 5 Sekunden, 10, 20, 30? Genauso was bei der Windwall oder bei Zed. Ihr müsst nicht genau wissen, ja, ich habe 15, 14, 13, 12 und Engage oder sowas, sondern ihr müsst ungefähr wissen, reden wir von 5 Sekunden, reden wir von 15 Sekunden, auch... Zum Beispiel die Zed-Ulti. Wenn ich jetzt als Talon-Spieler spiele, also ihr müsst es grob wissen, ja? Ich als Talon-Spieler gehe da ran und weiß, wir ulten uns jetzt gegenseitig. Zed ultet mich und ich ulte ihn mit Talon. Und wir beide sterben nicht, okay, und gehen in die Base und regen. Wir kommen wieder und ich weiß, Zed-Ulti, es kommt natürlich darauf an, wie das CDR-technisch alles ausgebaut ist, ob der da Ruhen mit hat, ob der irgendwo in den Masteries was hatte. Damals gab es immer diese 5%, die man mitgeskillt hat, das gibt es jetzt nicht, deswegen... Aber seine Ulti ist irgendwo bei 110 bis 120 Sekunden, würde ich sagen. Während meine Ulti auf Talon ungefähr bei 90 Sekunden ist. Wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen variieren, weil ich immer diese 5% da reingerechnet habe. Bedeutet, ich habe ungefähr 20 bis 30 Sekunden, wo der Gegner nicht ulten kann. Das heißt, wenn ich direkt ulte, gebe ich dem Gegner, kann ich ihn angreifen, ohne dass er mich ulten kann. Sowas sind so kleine Verhaltensmuster. Also, ihr müsst natürlich nicht jeden Champion kennen, aber halt für eure Lane. Wenn ihr zum Beispiel gegen Veigar spielt, wenn ihr gegen Katarina spielt, bei Katarina oder Yasuo, weiß ich auch zum Beispiel, okay, die haben, wenn ich meine Ult mache, haben die ihre Ult auch wieder ready. Also, das sind so zum Beispiel, oder bei Riven, Riven hat schon ziemlich langer Cooldown, da kann man vielleicht ausnutzen. Oder Shen, oder okay, Shen ist ziemlich egal, aber... Das heißt, wisst, wie die gegnerischen Champions funktionieren und lernt Cooldowns lernen. Ihr müsst nicht genau wissen, was wann wirklich ready ist, aber so grob, das ist wirklich wichtig. Und ihr müsst das jetzt nicht so jetzt jeden Champion spielen und gucken, oh, 15, 20, 30, alles aufschreiben und notieren. Und ihr müsst so ein Gefühl dafür kriegen und so ein bisschen einfach vielleicht auch mal andere Champions ausprobieren und... Ja, lernen, was sind deren Schwächen eigentlich? Zum Beispiel, wenn ich Talon spiele, weiß ich, okay... Meine Schwäche ist ein Pink Ward, wenn ich zum Beispiel gegen Zed spiele. Kein Zed kauft ein Pink Ward, weil die alle dämlich sind. Ist halt einfach so. Dann habe ich in meinem Zed-Guide gegen Talon gespielt tatsächlich, das Video ist hochgeladen. Was weiß Tobi? Tobi weiß, okay, das ist offensichtlich, Talon Pink Ward. Aber Tobi weiß, okay, wenn ich mit Talon ulte, wenn Zed mich ultet und ich mache meine Talon-Ult, dann komme ich easy raus, der Zed kann gar nichts machen. Also weiß Tobi... dass, wenn ich jetzt Z spiele gegen Talon, ich da einen Pink hinstelle, der absolut am Arsch ist und mega weggenutzt wird. Nutzt. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber lassen wir es bei nutzt. Das ist jetzt ziemlich offensichtlich, Pinkwort Unsichtbarkeit, aber das sind so kleine Sachen. Was sind die Schwächen von Champions? Zum Beispiel Tryndamere. Tryndamere ist ein Champion, der ist...
der arbeitet über sein Rack. Das heißt, der hat meistens irgendwo so ein bisschen Lifesteal drin. Jetzt auch wieder durch die neuen Masteries hat er sogar ein bisschen, was er skillen kann. Ab und zu auch in den Runen, dann mit Dorans und vielleicht auch in irgendwelchen Items oder was auch immer. Das bedeutet, Tryndamere ist ein Champion, der einfach permanent hacken muss. Der muss hacken, 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 weil sonst kriegt er keine AP. Der kann zwar mal sein Q drücken, aber das ist wirklich madig. Sind wir ehrlich, das ist madig. Wenn ich jetzt als Tryndamere weiß, oder wenn ich jetzt gegen einen Tryndamere spiele, weiß ich, okay, alles klar, Tryndamere ist so der Champion, der darf nicht hacken, sonst wird der OP. Der darf nicht hacken. Der darf nicht die Viecher wegkloppen oder ähnliches. Das sind so diese Sachen, wo ihr einfach so ein bisschen, ja, oder, also am besten merkt man, was gut gegen einen ist, wenn man selber das schon gespielt hat und auf die Fresse bekommen hat. Zum Beispiel auch Nasus, dann spielt ihr Nasus. Und der Gegner saunt euch. Ihr könnt da nicht hin, weil ihr sonst Schaden kriegt. Aber der schiebt die Viecher auch nicht in den Turm rein, sodass ihr unterm Turm die Viecher wegkloppen könnt. Also wisst ihr, okay, ich spiele jetzt gegen Nasus, das heißt, ich mache dasselbe so. Das sind so Sachen, das ist zwar jetzt, was euch nicht direkt hilft, so, aber das, da müsst ihr euch so mal so ein paar Gedanken drüber machen. Weil das einfach extrem wichtig ist. Das ist einfach extrem wichtig, muss man einfach sagen. Der nächste Punkt, der jetzt vielleicht ein bisschen Fleisch hat, ist Verhaltensmuster. Jeder Spieler hat ein gewisses Verhaltensmuster. Und ich zeige euch das ganz einfach mal. Erstmal wieder an einer guten Paint-Zeichnung. Das hier ist die Midlane, hier ist der schöne Fluss. Hier ist der schöne Fluss, hier ist der schöne Fluss. Hier steht ein Turm und hier steht ein Turm. Ja, der Turm müsste ein bisschen weiter rumstehen, aber ist egal. Ich stehe hier, bin der Xerath. Ich bin Xerath und jetzt nehmen wir einfach mal an, das hier ist Katarina. Ist auch scheißegal, wer es ist. Und zwar Verhaltensmuster. Das heißt, am Anfang ist es wichtig, den Gegner ein paar Spells auf ihn zu machen oder auch, deswegen ist es auch wichtig, mit Level 1 direkt einen Spell zu machen oder so ein bisschen mal Auto-Hit zu machen, so ein bisschen Sachen rauszuprobieren und den Gegner zu analysieren. Das ist einfach das Wichtigste. Ich denke, das gibt es auch bestimmt in irgendwelchen Gladiator-Büchern oder ähnliches, dass man erstmal seinen Gegner so ein bisschen studieren muss. Was ist das für ein Gegner? Wie verhält er sich? Wie muss ich rechnen? Was macht der unter bestimmten Situationen? Und deswegen haben wir nämlich die Situation, ich bin jetzt der Xerath und ich lade jetzt meinen Blitz auf. Und ich schieße ihn jetzt so, dass dieser, da kommt ja immer so zwei Streifen, wo der zwischen getroffen wird. Und ich sage mal, wir schieben unseren Gegner jetzt mal, der ist unten hier in diesem Bereich, also in der unteren Hälfte der Map. Machen wir einfach mal hier, ist die Hälfte der Map. So, und ich schieße jetzt meinen Blitz und der würde so treffen, ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es so aussieht, aber das heißt, wenn er nach hier oben wegläuft, kriege ich keinen Schaden. Oder wenn er nach hier unten wegläuft, kriege ich keinen Schaden. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert er, wenn mein Gegner dodgt? Das heißt, ausweicht. Was macht er? Lässt er sich einfach treffen? Läuft er nach hinten? Läuft er nach vorne? Läuft er eher nach unten? Okay, ist jetzt ein bisschen creepy und scheiße. Vielleicht können wir das so ein bisschen, ja. Läuft er eher nach hier unten? Oder läuft er eher nach hier oben? Es gibt wirklich Gegner, und da war das so, wo ich Xerath gespielt habe. Also es muss nicht sein, es kann aber so sein, dass wenn ihr, immer wenn mein Gegner in der unteren Hälfte stand, also in dieser unteren Hälfte hier, ich markiere sie mal jetzt mit hier so. Okay, das ist vielleicht ein bisschen dämlich, sonst wieder noch zu. Auf jeden Fall in dieser unteren Hälfte hier ist mein Gegner immer nach unten hinweg gelaufen. Und wenn mein Gegner auf der oberen Hälfte war, ist er immer nach oben weggelaufen. Das sind so kleine Verhaltensmuster, die ihr dann natürlich so nutzen könnt. Ne? Und dann ist es nämlich leichter, dann kann ich nämlich sagen, okay, wenn der Dude jetzt wirklich, ich weiß, der läuft nach unten weg, dann mache ich den Blitz vielleicht so, nehmen wir mal die Linie hier, dann mache ich meinen Blitz vielleicht so, dass er sogar ein bisschen weiter direkt nach unten geht und er da quasi reinläuft, quasi, 100 mal quasi. Quasi hört sich an wie Quark, fast, quasi. Das sind so zum Beispiel so Verhaltensmuster. Das ist nur eins davon. Ein anderes wäre zum Beispiel auch bei Ahri. Nehmen wir wieder dieselbe Lane. Wir haben unsere Lane hier. Ahri. Ich spiele Fizz. Und das hier ist mein Fizz. Ich habe hier diesen tollen Triton-Stab in der Hand. Machen wir noch so einen. Und hier ist die gute Ahri. Wenn ich jetzt auf Ahri einengage mit meiner QW-Kombo, also diesen Reinspringen, wer es nicht kennt, dann weiß ich, okay, Ahri, wann benutzt sie ihr Charme? Wann benutzt Ahri ihr Charme? Wann benutzt sie ihre defensiven Fertigkeiten? Ahri benutzt ihr, also oft ist es so, dass sie es direkt am Anfang gemacht hat. Direkt am Anfang nach vorne, gerade weg nach vorne, direkt am Anfang. Das heißt, ich wusste immer, okay, ich spring drauf und mach direkt E. Draufspringen, direkt E. Ab und zu ist es so, dass du draufspringst und die Ahri wartet, nämlich auf dein E wartet, je nachdem wie gut der Spieler halt ist, ne? Sie wartet auf dein E und dementsprechend musst du auch selber warten, weil du weißt, sie wartet mit ihrem E. Und dann, sie wartet aber nicht extrem lange, sondern wird das einfach so ein bisschen verzögert schießen und irgendwann, und dann muss das E kommen.
Weil wenn sie es nicht macht, kriegst du halt tonnenweise Schaden ins Gesicht, so, ne? Aber das sind diese, wie gesagt, diese Muster auch bei Zed. Wann benutzt Zed seinen Geist? Benutzt er ständig, packen wir die Dudes hier mal weg. Benutzt Zed seinen Geist ständig, um mich zu pauken, permanent? Also ich bin zum Beispiel so ein Zed, ich benutze mein W immer permanent, um den Gegner zu pauken. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann könnte ich sagen, okay, der Zed macht jetzt gleich wieder seinen Geist und dann könnte mein Jungler ganken kommen. Also so könnte man schreiben, yo, Boys, schreibst du so, yo, Boys. Und schreibst dann so, Zed always use his ghost all time, everywhere, all on the map. So, und dann weiß der Gegner, okay, jetzt, you can wait, oder was weiß ich. Auf jeden Fall weiß der Jungler, okay, der benutzt eh gleich seinen Ghost wieder oder seinen Schatten und dann kann ich drauf engagieren. Hat er nämlich kein Escape mehr. Also, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, ja, aber ist halt so. Zum Beispiel auch bei Morgana. Wann benutzt Morgana ihr Black Shield? Auch auf der Botlane oder auf der Midlane? Benutzt sie das direkt, wenn ich auf sie draufspringe? Oder benutzt sie das erst ganz spät? Benutzt sie das wie auch immer? Weil dann könnt ihr sagen, okay, ich weiß jetzt zum Beispiel, Morgana Schild, Black Shield hat ungefähr, ich würde sagen, 15 bis, sagen wir 14 bis 18 Sekunden Cooldown, so die Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt mit Fizz direkt auf Morgana einengage und weiß, sie Black Shieldet sich sofort, dann könnt, also wir sind jetzt irgendwo Level 6 oder so. Dann weiß ich, okay, mein Engage, der dauert, hat einen Cooldown, mein QW irgendwo von 10 Sekunden. Dann bedeutet das, okay, ich mache den Engage und gehe danach wieder raus. Ihr Black Shield hat ab jetzt 17 Sekunden Cooldown, sagen wir einfach mal. Bedeutet, sobald ich dann quasi meinen Spells wieder ready habe und wieder drauf gehe, hat sie ihr Black Shield nicht ready und kann sofort mit meiner Ulti drauf gehen, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meiner Fizz-Ulti sie slowen will und ich will, dass sie mit ihrem Black Shield da wegläuft oder überhaupt, dass sie den Black Shield hat. Oder auch für Ganks, dann könnte man sagen, okay, Morgana benutzt ihr Black Shield immer, wenn ich sie direkt engage. Das heißt, ich engage, schreibe, kann ich meinem Jungle auch gerne alles schreiben. Yo, Boy, Black Shield, blablabla. Dann schreibe ich, yo, ich engage. Oder auch wenn ihr TS seid mit einem Buddy oder so, ist das natürlich noch geiler, ne? Da könnt ihr dann sagen, yo, 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 Boys. Das heißt dann, ich engage drauf, Black Shield ist raus, gehe wieder raus und dann kommt der Gank. Dann kommt der Gank und der Gegner geht kaputt. Verhaltensmuster. Besseres Beispiel noch, Verhaltensmuster. Nicht besseres, aber doch ganz effektives und das trifft auf mich auch ebenfalls zu, ist, dass man einfach, und zwar Shaco. Shaco-Spieler haben die sehr, sehr gute Eigenschaft, also gute Shaco-Spieler machen das vor allem. Ja, danke sehr, thank you, me. Ja, dass sie, wir nehmen jetzt mal hier einfach einen Weg. Das hier ist ein Weg, ja? Und hier nehmen wir einen Busch. Ne, wir machen das anders, wir machen das realistisch. Wir machen das realistisch. Und zwar ist das so: Das hier ist die Top-Lane, ja? Und hier unten ist ja irgendwo der Busch und hier ist der Turm. Und hier geht's dann rein zum Blue Buff und so weiter, so fort. So. Ich bin der Shaco hier, das hier, ich bin, gehör aber in die Base hier oben. Das heißt, ich bin tief im feindlichen Territorium. Und jetzt sind hier 20 Leute, die mir hinterherrennen von hier unten und mir auf die Nüsse gehen. So, und jetzt ist das so, dass Shaco-Spieler, ich als Shaco-Spieler bin immer so der Meinung, wenn ich jetzt nach vorne blink, wissen die, dass ich nach vorne blink. Die denken, dass ich nach vorne blink, weil ich ja schnell von denen weg will. Also rennen die auch alle mir hinterher. Ich weiß deswegen, okay, alles klar, ich blink genau in die andere Richtung. Und versteck mich dann zum Beispiel in den Busch. Das waren sehr viele Shaco-Spieler, dass sie immer entgegengesetzt der Gegner blinken quasi, weil man damit nicht rechnet. Das ist auch das, was ich im Wukong-Guide mit dem W erklärt habe und auch bestimmt im Vayne-Guide habe ich es auch erklärt. Das heißt, ihr geht dahin, wo die Gegner euch nicht, ja, wo die Gegner von nicht von ausgehen. Das Ding ist jetzt aber, wenn die Gegner das lesen und wissen, okay, sie kriegen es einmal raus, ich bin dann doch da drin, und sie wissen das, dann lernen sie und wissen, okay, der Tobi, der macht immer dieselbe Scheiße. Zum Beispiel hatte ich das letztens nämlich auch. Das hatte ich bei einem anderen Shaco so festgestellt. Der ist dann hier war der Blue Buff irgendwo und hier oben ist ja dieser Fluss mit Baron. Das ist jetzt also ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall ist der hier, ich war hier und bin ihm hinterher gerannt. Und er war hier und wollte hier flüchten. Und er hat dann quasi, wo wir hier waren, hat er geblinkt. Okay, ich dachte mir, dich kenne ich, Bro, ich kenne dich. Und er ist dann nämlich nach hierhin geblinkt. Ich habe da irgendwo ein Gameplay, aber ich finde, das war richtig geil. Und ich war Nidalee. Und ich habe blind den Speer einfach nach hier hinten geworfen. Also ihn quasi zurück. Weil ich wusste, das Spielchen kenne ich. Vielleicht hat es auch jemand im Stream gesehen, das war nicht im Stream. Das Spielchen kenne ich. Und habe ihn dann nämlich das Ding hinterhergeworfen und habe ihn blind mit dem Speer gekillt. Weil ich weiß, der blinkt mir immer entgegen. Der läuft nicht weg, der blinkt mir immer entgegen. Jetzt sind wir dann aber auch schon beim nächsten Punkt.
dass man sagen müsste, okay, Verhaltensmuster ändern. Verhaltensmuster ändern. Das ist dann wichtig für euch, weil, wenn ich jetzt sage, okay, die Gegner wissen, ich bin Shaco und ich blink immer quasi, ich blink immer so zurück, dann blinke ich jetzt einfach mal zur Seite oder nach vorne. Oder auch als, die Xerath Lane, wenn der Gegner merkt, okay, man muss halt den Gegner analysieren. Und wenn ich merke, okay, der Gegner analysiert mich und er macht mein Q immer nach hier unten, dann wäre es vielleicht für mich wichtig, dann laufe ich halt, anstatt nach unten auszuweichen, weiche ich jetzt mal nach oben aus. Beziehungsweise verändere meine Verhaltensmuster. Vielleicht, wenn ich als Ahri, das sieht man dann auch oft sehr gut, hatte ich dann wirklich nämlich, ich meine, das ist logisch, aber dieses Ahri-Gameplay, was ich hatte, ich bin immer auf sie eingaged, hab QW gemacht, sie hat immer ihr Jump daneben geworfen, immer. Und dann habe ich sie gekillt. Und sie hat dann so ein bisschen gelernt und hat dann quasi mit dem Charm das anders gemacht. Ich bin dann nämlich drauf, hab dann auch direkt mein E gemacht wieder, weil ich wusste, sie hat bestimmt viermal hat diese Scheiße geklappt und auf einmal klappt es nicht mehr. Und sie hat dann nämlich dann ein bisschen rausgelernt und hat dann quasi das Charm nicht gemacht und hat dann quasi, ich hatte mein E schon, bin dann runtergefallen und dann hat sie mir das Charm gegeben. Ich bin zwar nicht gestorben oder so, aber es hat dann nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist es wichtig, selbst auch eigene Verhaltensmuster so ein bisschen zu ändern und immer auch das Movement zu ändern. Nicht immer nach oben, nach unten zu laufen, zum Beispiel als AD-Carry ist es oft so, dass die dann so ein gleiches Last-Hit zumindest haben. Auto-Hit, links laufen, Auto-Hit, links laufen, Auto-Hit, links laufen, bin oben angekommen, Auto-Hit, rechts laufen, Auto-Hit, rechts laufen, Auto-Hit, rechts laufen, sondern ich laufe, mach Auto-Hit, lauf rechts, Auto-Hit, links, Auto-Hit, rechts, 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 links, rechts, links, nur als Beispiel. Also, ist natürlich jetzt schwierig so für euch, ich kann jetzt nicht sagen, Alter, Tobi, ich lock mich jetzt sofort ins Game ein und ändere mein Verhaltensmuster, GG. Ist jetzt nicht so einfach, aber ich denke, es ist trotzdem irgendwie wichtig, darüber, ja, mal gesprochen zu haben, auch über diese ganzen Sachen mit dem Gegner lernen. Das ist wirklich wichtig, weil dodgt mein Gegner überhaupt oder dodgt er nicht? Das ist das, was ich mit Morgana zum Beispiel hatte. Wenn ich Morgana, ich spiele sie sehr, sehr gerne in der Midlane und ich habe sie dann mal im Gold-Elo gespielt und im Platin-Diamond-Elo, da dodgt jeder einfach. Ja, der weiß, okay, Tobi, das ist dann nämlich immer so gelaufen. Hier steht der gute Turm. Wir haben unseren Gegner, der ist noch ein bisschen großzügiger hier drin. Ich chase ihn so ein bisschen. Und dann ist nämlich jetzt, warte, machen wir das wirklich 1:1, wie es aussah. Und zwar, hier ist der gute Turm. Dann haben wir hier diese Wand, so. So, hier ist der Fluss, hier ist dann das und hier unten ist auch der Fluss wieder. Und hier sind dann quasi die Büsche, ich hoffe, das kann man so ein bisschen verstehen. Hier ist so dieser Weg, wo dann hier diese Raptoren sind. So, ich war hier, hier waren so ein paar Minions und der Gegner war hier. Dann habe ich mich so ein bisschen durch die Minions durchgechased. Bin dann quasi so gelaufen. Ja, das ist ein bisschen, muss ich ein bisschen kleiner machen. Bin quasi so ein bisschen durch die Gegner durchgelaufen. Und der Gegner ist währenddessen nach hier gelaufen. So, jetzt könnte man sagen, oder er stand so ein bisschen mehr hier. Jetzt könnte man sagen, alles klar, der Dude weiß, ich werde mein Q jetzt gleich nach hier schießen, weil er will ja zu seinem Turm. Er will ja hier in Deckung gehen. Das heißt, ich schieße mein Q hier hin. Ich habe mein Q allerdings gar nicht geschossen, sondern gewartet, was er macht. Ich habe einfach nur Auto-Hits gemacht. Auto-Hits, 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 Auto-Hits. Und er ist dann natürlich zum Beispiel nach links gelaufen, weil er wusste, okay, der wird eh dodgen. Oder der wird sein QE, will da dahin schießen, der weiß das alles und deswegen ist er gedodged. Dann hatte ich aber letztens nämlich, und deswegen habe ich nämlich mein Q nicht geschossen, beziehungsweise habe ich vielleicht sogar extra mein Q nach hier geschossen, weil ich wusste, alles klar, der wird dahin laufen, weil der weiß, dass ich dahin, dass ich mein Q dahin schießen will, weiß er und deswegen wird er dodgen und deswegen schieße ich es genau dahin. Das Problem, was ich dann letztens hatte, ist, dass ich in der Low-Elo, wo ich mir gesagt hatte, der Dude ist einfach dahin gelaufen, obwohl ich dachte und ich habe mein Q nach hierhin geschossen und das sah natürlich ultra dämlich aus. Das sah total ultra dämlich aus. Der Dude ist einfach nach rechts gelaufen. Und ihr müsst euch das vorstellen. Ich schieße mein Q hin und er läuft nach rechts. Die Idee war zwar cool, aber sah mega beschissen aus und dachte ich mir, alles klar, fuck you. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, die Verhaltensmuster zu lernen. Und deswegen ist es wichtig, direkt am Anfang ein bisschen zu traden. Nicht so direkt, dass ihr 20% seid und er 20%, sondern macht ein paar Auto-Hits. Wie reagiert er? Macht direkt einen Spell drauf. Könnt ihr jedes Mal einen Spell machen? Wehrt er sich jedes Mal? Das habe ich auch bei Swain. Wenn ich mit Swain hingehe und E drauf mache,
Wehrt der Gegner sich, gibt er mir jedes Mal Schaden mit? Kann ich mir das leisten, jetzt mal einen E-Trade zu machen? Oder wehrt er sich gar nicht und ich kann ihm jedes Mal free das E geben, auch mit Kassadin? Also das ist natürlich auch für jede andere, ich habe es jetzt immer auf Midlane bezogen, aber es ist natürlich auch für jede andere Lane übertragbar, dieses Verhaltensmuster. Aber halt speziell für Midlane war das jetzt am anschaulichsten, denke ich. Aber das geht natürlich für jede Lane. Ich bin ehrlich, war jetzt nicht ultra das Fleisch, wo ihr sagen könntet, okay, Tobi, alles klar, ab geht's. Ich bin jetzt Challenger. Aber, wie gesagt, ich versuche das chronologisch aufzubauen, wie wir die Lane gewinnen. Demnächst werden, wie gesagt, noch die Mindgames kommen. Dann werden noch die Tricks und Plays zum Finishen des Gegners kommen. Und verschiedene Tricks und dann auch über Warding und alles, was noch da ist. Aber ich finde das wichtig, das war, finde ich, schon wichtig und das gehört einfach dazu. Und deswegen muss ich das jetzt bringen, weil später wäre es zu spät gewesen. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie halbwegs gefallen hat und ihr vielleicht ein bisschen draus lernen könnt. Es ist halt Theorie, sehr viel Theorie gewesen, aber vielleicht hilft es euch. Dankeschön. In diesem Video werden wir uns mit dem Level 2 All-In-Engage befassen, der auf jeder Lane anwendbar ist. Vielleicht nicht im Jungle, naja, im Jungle jetzt eher schwierig, aber vor allem auf Top-Lane werden wir uns das Ganze mal angucken. Einigen ist das bestimmt schon